Herzlich willkommen zurück. Wir sind kurz vorm Vor und wollen die Sklaven befreien von dem Sklavenhändler, der sich dort niedergelassen hat. Unsere Kollegen sind schon mal oben auf dem Dach. Greift den Feind an! So, greift den Feind an. Ja, ich würde auch gerne mitmachen. Aber brauchen wir gar nicht. Unsere Kollegen haben das alles schon in Windeseile für uns erledigt. So muss das sein. Die Bauern gucken nur. Ja, komm noch ein Stück näher. Noch bist du zu weit weg zum Angreifen. Komm. Lass keinen zu uns durch! Was macht der denn? Tötet den Hund statt den Gegner. Okay, vielleicht gehört er auch zum Angriffsbataillon, wie man es bezeichnen möchte. Ja, glaube ich nicht. Die beiden machen euch schon kalt da hinten. Nächstes Mal mache ich es früher. So, mal gucken. Ah, da. Sie stehen jetzt alle parat. Greift den Feind an. Dann greift mal schnell an. Ja, die sind sehr effektiv. Muss man alles den lassen. Frei. Die zögern nicht lange und killen sie alle. So. 5 Leute sehe ich noch auf dem Radar. Es werden wahrscheinlich noch mehr sein. Wir sind ja gerade mal an der Mauer vom Vor. Da drin wird sich ganz bestimmt mehr verstecken. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. So einfach geht das. Oh, da stand einer mitten in den Gittern drin. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Tja, wir stehen wieder hier an den Festungsmauern, an dem Tor. Leider ist beim erstmaligen Spielen einfach das Spiel gefreezt und stand nur eine kleine Exe-Datei, konnte nicht mehr ausgeführt werden, irgendein Fehler. Tja, also machen wir das Ganze hier nochmal wieder von vorne. Ist ja auch kein Problem. Zwar immer ärgerlich, wenn ein Spiel abkackt, aber wenn die Auto-Save-Points oder wie man die hier nennen möchte, die Checkpoints besser gesagt, fair gestaltet sind, dass es nicht zu lange wieder neu starten muss, dann ist das noch in Ordnung. So, befreien wir die hier mal. Naja, das Schloss einfach so abschlagen, ist klar. Da hätten sich die Gefangenen noch einfach mal nach oben stemmen können, da wäre das Schloss auch abgegangen. Also eigentlich hätte da deutlich härteres Schloss sein müssen. Aber nun gut. Upsala. Ich will doch da nicht rein. Blöder Offizier. So.
hätten wir die auch befreit. Und dann zum Schiff. Mal schauen, wie wir da am besten drauf kommen. Da ist schon mal der Offizier. Ja. Okay, okay. So, den hätten wir schon mal ausgetrickst. Wie gehen wir hier am besten vor? Okay, machen wir den hier einfach kalt. Zack. Und Gefangene befreien. Klappt doch. Ja, die Leiche ist auch schon automatisch weg. Puff. Eine einzige Passt Stunde doch. Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das Tor, tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Ja, dann werden wir uns wohl gewaltsam den Weg nach draußen erkämpfen müssen. Drängt sie zurück! Oh ja. Was ist denn hier jetzt los? Okay. Ja, bleib schon hier. Sterb. Geht doch. So, dann wollen wir den beiden da vorne mal helfen. Nehmen wir schon mal den ersten. Ja. So viel auf einmal hier. Ja, wir schnetzen uns durch hier. Machen noch ein paar Konter. Ja, wow. Ja, mein Kollege steht da nur in der Mitte rum und macht nichts. Kommen hier immer mehr oder ist das nur noch die gleichen? Weiß es gerade nicht. Anscheinend habe ich das Gefühl, da kommen immer mehr. Hä? Warum hat er den jetzt nicht angegriffen? Ah, ist ein Kollege oder was? Ja, warum hat er den beim ersten Mal nicht hier angegriffen? Na, jetzt macht das. Interessant. Beim ersten Mal ignoriert er ihn einfach. Ach. Hallo, ich will den da.
Ah, jetzt machst du es mal. Ist ja nett. Na. Mach doch den da mal. Ich will, dass du dem da mal eine ordentlich verpasst. Ey, der... Kann man den überhaupt nicht töten, oder was hier? Na, endlich. Ich habe das Gefühl, wir können uns hier 100 Stunden... 100 Stunden lang rumprügeln. Wir nehmen uns halt jetzt nur die hier vor. Ja. Sollte sich anscheinend ich nicht dem vornähern. So. Auch noch. Dann gehen wir halt irgendwo mehr über eure Seite. Da ist das anscheinend kein Problem hier. Na, ja. Hallo? Gut, dass du da nicht von dem Ding runterspringst. Das sah sehr geschickt aus. Nimmst mich aus wie eine Weihnachtsgans oder was? So, den machen wir jetzt noch. Platt. Hier. Oder halt dich erst. Ich wollte zwar erst deinen Gefährten, dann dich, aber wenn du dich vordrängelst. Versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Ja. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Naja, ob so schmerzlos war, weiß ich nicht. Aber es war kurz. Ah. Noch ein kühles Bierchen. Zur späten Abendstunde kann man eins mal vertragen. Ja, das war wohl nicht ganz so erfolgreich. Selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Tja, das wollen wir alle mal hoffen. Und was die Synchronisation angeht, nun gut, haben wir halt keine 100%, aber mich stört es jetzt nicht so wirklich. Hauptsache weiter, das kann man dann, ich sag mal, privat, wenn man offscreen spielt, wiederholen, bis man die 100 hat, aber hier so fürs Let's Play, da verzichte ich da einfach mal drauf. Ich weiß, ich kriege die doch schon wieder nicht. Ja, ich habe nach rechts gedrückt eigentlich. Oh, nicht schlecht. Ich drück nach links und er klettert hoch. Aber okay.
leider keine Fußspuren hier im Schnee. Komm ich doch. Auch hier leider keine Spuren im Schnee. Enttäuschend. Ach, hier, ihr habt mich doch letztens angerempelt, oder? Weißt du was? Genau darauf habe ich jetzt gewartet. So. Das hast du davon. So. Ja, du bist der Nächste, keine Angst. Hat er sich jetzt X? Bleib doch mal stehen. So. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt mich nicht ein zweites Mal anrempeln. Das bekommt euch nicht gut. Aber nö. Ihr wolltet ja wieder nicht auf mich hören. Selber schuld. Ich hab euch doch gewarnt. Aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Tut mir ja fast leid, aber halt nur fast. So. Dann gucken wir mal, was hier drin so auf uns wartet. Erstmal so kleine Patrouille platt machen und dann in aller Gemütsruhe wieder in eine Taverne gehen. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Ja, dann begeben wir uns da mal hin. Aber ich habe gerade noch mal Lust, hier mal so ein bisschen das Stehlen zu probieren. Muss man festhalten. Sand. Okay. Kann man die hier auch bestellen? Jo, kann man. Haben wir uns hier mal wieder lieb Freund. Na. So, und dann den zum Schluss. Na, ich wollte sagen, den zum Schluss hier. Und den. Oh, er scheint etwas so weit weg, um diesen Combo-Finisher zu machen. Und. Na, warum macht er keine Verteidigung durchbrechen? Dann machen wir halt den Konter. Und BAMS! So kommt man an sein Geld. Welche Leiche hat der denn dadurch plündert? Ja, alles meins. Ah, hat er den anscheinend geplündert eben. Tja. Man muss zusehen, wie man an sein Geld kommt. Mal hier kurz hoch. Zack, zack, zack. Und dann machen wir die noch kurz platt hier. Und dann. Na. Bleib doch mal stehen. Keine Angst. Ja, du kommst auch noch dran. Brauchst dich nicht vordrängeln. Keine Sorge.
Ey, hast du mich geschlagen? Frechheit von dir. So. Hallo, Kamera. Ah, jetzt bewegt sich die Kamera wieder. Danke. So, dann noch die beiden letzten Körper plündern. Ja, schon wieder bewegt sich hier gerade die Kamera nicht. Ja, Maus bewegt sich, aber die Kamera nicht jedes Mal. So. Ganz geschickt den ersten, beim Vorbeigehen den zweiten. Ja komm, fall schon. Wo kommt ihr denn her? Ihr wart eben noch nicht da. Ist auch schön, dass die nicht auf der Karte angezeigt werden. Dann halt du auch noch, komm. Hä? Warum werden die nicht alle auf der Karte angezeigt? Ich verstehe es nicht. Aber so verdient man sich so ein kleines Nebenbrot. Es gibt ja auch genug Rotröcke, da kann es auch so 5-6 Stück pro Trupp dann auch nicht drauf ankommen, wenn die mal verschwinden, in Anführungsstrichen. Du auch noch, du hast auch noch was Schönes. Dann begeben wir uns mal zu unseren Missionsquestgeber. Hier könnten wir uns gerade durch eine Menge Gegner schnetzeln. Kommen wir hier rein? Eine Druckerei. Ist aber noch nicht für uns verfügbar. Schade. Ich hätte gerne gewusst, was da drin wäre für uns. Na, kompletter schon hoch. Danke. Hat gereicht. Und rüber. Und hoch. So, da wären wir wieder ganz oben. Wunderbar. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.